erzählt euch der Erik vom CIA TV und von den Cannabis Social Clubs. Ihr habt vielleicht ein bisschen was vom Video gehört. Da wird aus Salzburg, der jetzt gerade in der Untersuchungshaft ist, da wird euch der Erik ein bisschen was erzählen. Ein Applaus für den Erik! Aber Freunde, liebe Brüder und Schwestern, geil, dass wir da sind. Wunderschöner Tag wieder. Ja, ich bin Erik von den Cannabis Social Clubs Austria. Jetzt zu einer neueren Geschichte hier im Wahnsinn. Ihr kennt vielleicht alle den Willi Wallner vom Cannabis Social Club Salzburg. Das ist der Mann, der immer wieder verhaftet worden ist, weil er sich Plätzchen zu Hause angebaut hat. Insgesamt hat es die Anklage auf fast 80 oder sogar tatsächlich 79 Pflanzen geschafft. Jetzt sitzt er im Häfen. Der Mann hat sich... Der Willi, der war ein Morphium-Patient, Schmerzpatient. Der LKW-Fahrer hatte den Unfall, Fuß gebrochen und so weiter, und dann haben sie noch Morphium therapiert. Das Zeug ist ihm nicht bekommen, er hat sich das dann selbst entwöhnt und hat Cannabis entdeckt. Seitdem baut er Cannabis an. Ich weiß nicht, wie viele Verhaftungen und Gerichtstermine der Mann schon hatte. Jetzt haben sie ihn dann auf längere Zeit eingesperrt. Seit Februar sitzt er drin. Was glaubt ihr, was das Erste gemacht ist, was er im Knast, was sie im Knast mit ihm gemacht haben als Erstes? Morphium! Morphium! Ja, es gibt bestimmt mehrere Leute, die Erfahrung gemacht haben, auf jeden Fall der Willi, der verträgt das Morphium nicht, der hat mit dem Morphium gegeben, er ist zusammengebrochen. Das ist der Wahnsinn dieser Gesetzgebung. Eine Unmenschlichkeit, die uns nicht nur unsere Menschenrechte verwehrt, ein Kraut zu nutzen, das Menschen seit 10.000 von Jahren nutzen. Letztes Jahrhundert ist ihnen eingefallen, dass das viel zu billig ist, weil das jede Oma in ihrem Garten anbauen kann. Den haben sie uns weg, aber uns mit Morphium spritzen, das können sie. Mittlerweile, jetzt kommt der Witz, der Willi kriegt Sativex im Knast. Das ist unser Stäuber. Er wird produziert aus österreichischem Cannabis, das in Wien angebaut wird, und dann Deutschland zur Pharmaindustrie geschafft. Und die machen auch Sativex. Ein künstliches, pharmazeutisches Produkt auf THC-Basis. Das kriegt er jetzt zweimal am Tag. So eine Munddusche. Ja, das hilft ihm nicht besonders viel mit seinen Schmerzen, ist aber besser als nichts. Das sind die Umstände, in denen wir leben. Also, lasst euch nicht unterkriegen. Free-Willy.org. Free Willy! Free Willy!